Schon der Titel dieser Ausstellung, Schrägschnitt, verweist in seiner Mehrdeutigkeit auf die verschiedenen Schichten der dargestellten Kunst. Zunächst wird an eine Erscheinung in der Tagebaulandschaft erinnert, an den Ausschnitt einer Grube, die von Menschenhand geschaffene Kante in der gewachsenen Landschaft, eine Kante, die neue Ebenen schafft, im Profil ins Innere des Erdreichs blicken lässt. Es ist ein Schnitt, der abbrechen kann, der zu Bewegungen führt, Ausdruck der gewaltigen Umformung von Natur ist, die Menschenhand gerade in der Lausitz seit Jahrzehnten vollzieht. Der Schrägschnitt ist also einerseits Sinnbild von Vernichtung und Zerstörung, fasziniert aber auch als Linie, hinter der Neues entsteht. Mit Schrägschnitt kann zudem die Innenkante des Passepartouts verstanden werden, die für die Wirkung vieler Arbeiten auf Papier wichtig ist. Schafft doch das Passepartout stets eine Fassung, einen Rahmen, eine Distanzfläche für unsere Wahrnehmung des Bildes selbst. Indem Eberhard Peters die Schlossräume als kontrastreichen Rahmen für seine Kunst eingesetzt hat, darf man den Titel auch auf die Inszenierung der Ausstellung selbst beziehen. Und als Wort liegt Schrägschnitt auch dem Begriff Querschnitt nahe, denn einen solchen bietet die Ausstellung im Hinblick auf das künstlerische Schaffen des Künstlers. Es handelt sich um eine der größten Ausstellungen Eberhard Peters. Nach Retrospektiven im Stadtmuseum Hoyerswerda und im Kraftwerk Schwarze Pumpe breitet der Künstler sein Œuvre hier neu aus. Nicht als Reprise, sondern mit neuen Aspekten, neuen Werken, neuen Fragestellungen. Dabei schlagen die versammelten Arbeiten einen weiten Bogen. Gleich eingangs im Empfangssalon werden wir mit zwei vor über 35 Jahren entstandenen Bildern konfrontiert und mit Arbeiten der jüngsten Monate. Der 1936 geborene Künstler hat nach einer Lehre als Glasgraveur bis 1990 in diesem Beruf sowie als Lehrbeauftragter im Kombinat Lausitzer Glas gearbeitet. Parallel dazu bildete er sich als Zeichner und Maler weiter. Der aus Görlitz stammende Maler Kurt-Heinz Sieger spielte als Lehrer eine prägende Rolle. Später der große sorbische Künstler Jan Buck. Mit der ihm eigenen Offenheit erkundete Eberhard Peters die unterschiedlichsten Spielarten moderner Kunst, von Picasso bis zur italienischen Arte Povera, um eine ganz eigene Sprache zu finden, wie sie auch hier in Königshain selbstverständlich zum Tragen kommt. Das früheste ausgestellte Bild des Künstlers stammt von 1973 und zeigt ein melancholisches Stillleben mit einem verhalten farbigen Blumenstrauß, vor dem drei Nägel liegen. Der Raum wird dadurch symbolbeladen und gleichnishaft für Werden und Vergehen des Menschen, Zeit und Ewigkeit. Von farblicher Delikatesse ist auch das ein Jahr jüngere Kraftwerksbild mit den Schornsteinen von Boxberg im Hintergrund und einer wie auf dem OP-Tisch aufgerissenen Grubenlandschaft, in der das Rot angedeuteten Heidekrauts an Blut erinnert und dadurch den Eindruck eines Opfers verstärkt. Dies reichte vor 36 Jahren, um das Bild als zu wenig optimistisch zu deklarieren und eine öffentliche Präsentation zu verbieten. Kritik ist bei Eberhard Peters kein Selbstzweck, aber er sieht seine Kunst eben auch nicht losgelöst von einem gesellschaftlichen Zusammenhang. Und so bezieht er Stellung, indem er Fragen stellt. Fragen sind besser als Antworten, sagt er selbst. Solcherlei Skepsis gegenüber scheinbaren Gewissheiten leuchtet in seinem Schaffen immer wieder auf, auch wenn es falsch wäre, sein Werk nur negativ oder ausschließlich anklagend zu verstehen. Denn schon durch seine ästhetische Bewältigung von Fragen und Problemen zeigt er uns einen Weg zur Überwindung auf. Die friedliche Revolution und ihre Folgen führten in Eberhard Peters Schaffen zu einem großen Aufbruch, der nicht zuletzt auch aus Verzweiflung enorme Kräfte mobilisierte.
Mit seinem Stillleben Kartoffeln auf dem Tisch von 1991 beginnen in seinem Schaffen die formale Auflösung und eine neue Verinnerlichung, obwohl das Motiv mit den keimenden Kartoffeln durchaus kritisch zu sehen ist. Diese Kartoffeln bringen keine neue Frucht mehr hervor. So setzt ein künstlerischer Prozess ein, der immer noch andauert. Es kommen darin auch ein beeindruckender Mut zur Offenheit und eine ungewöhnliche Bereitschaft des Loslassens zum Zug. Im Suchen ein Werden, Vollendung ohne definitiven Abschluss. Mitunter tritt der Künstler hinter seinem Schaffen zurück, indem er seine Gestaltfindung dem Zufallsprozess zuspricht. Das Abbild ist nicht sein Thema. Selten lässt er sich entmutigen, wenn ein Versuch scheitert. Nein, dann malt er gerade weiter, deformiert, verfremdet, nimmt sich die Freiheit zu vernichten, wie es ihn schon Kurt-Heinz Sieger gelernt hatte. Die straßenseitigen hinteren Räume und der Gang sind den Menschenbildern von Eberhard Peters gewidmet. Denn der Mensch als höchstes ambivalentes Wesen fasziniert ihn, ist Maßstab als Verursacher von Schrägschnitten jeglicher Art. Dabei interessiert ihn jedoch das porträthaft erfasste Individuum nicht. Typen, Gefühlen, Konstellationen, Verankerungen will er auf den Grund gehen. Der alten Sorbin am Grab, Im Wind 1981, ein Bild gegen Verlust von Heimat, wenn die Bagger selbst vor Friedhöfen nicht Halt machen, stehen Bewegungsstudien tanzender und musizierender Sorbinnen und Sorben gegenüber. Bilder lebendiger Freude und Bewegung, dynamischer Lebenslust. Ungewohnt sind Zartheit und Intimität. Momente von Nähe und Berührung, die darin angedeutet ist, etwa wenn man Zeuge wird, wie eine junge Sorbin mit der Festtracht eingekleidet wird. Man kann gerade diese Affinität auch als Bekenntnis des Künstlers zu seinen eigenen sorbischen Wurzeln interpretieren. Auch hier nimmt er Bezug zu den Ursprüngen der Lausitzer Landschaft. Wie andere den Sorben verbundene Künstler kommt damit die Gefährdung der Landschaft zur Sprache, die hier immer auch Kindheitslandschaft ist und somit Sinnbild des eigenen Lebens. Den Menschenbildern, seien schließlich in Collagen faszinierend abstrahierten Köpfen, die so überindividuell wirken und dennoch eine so eigene persönliche Kraft ausstrahlen, steht folgerichtig ein Hauptwerk des Künstlers gegenüber, seine dreiteilige Collage »Zerschnittenes Land«. Die Raumflucht zum Park hin kann unter dem Motto »Vertreibung aus dem Paradies« gesehen werden. So heißt eine erst jüngst entstandene vierteilige Collage, die in klaren Formen sehr frei auf die Zerstörung von Lebensraum durch den Menschen reagiert. »Wir haben das Paradies, wollen es aber gar nicht wissen«, sagt der Künstler dazu. Gegenüber hängt zwischen den Fenstern ein großartiges Landschaftsgemälde, Ödland. Helles, klar anmutendes, fast unendliches Land unter schmalem, dunklen Himmel, in das ein menschlicher Fußtritt Besitznahme und Zerstörung andeutet. Als Weißwasseraner, der lange mit dem Glas beschäftigt war, mit der Industrie vertraut, mit Technik, mit jenem Teil der Oberlausitzer Geschichte, die nun schon fast ganz und auf schmerzvolle Weise abgeschlossen ist, war und ist Eberhard Peters ständig mit Fragen der Zivilisation konfrontiert. Der Traum vom Einvernehmen zwischen Mensch und Natur, von Einheit, ist zwar nur ein Traum, aber als solcher trotzdem Inspiration. Der Künstler übt Kritik an Mitmenschen, an sorglosem Umgang miteinander und bleibt doch hoffnungsvoll. Manches Werk wirkt bedrohlich, scheint in eine verschlossene Vergangenheit zu greifen, Schemen und Schatten heraufzubeschwören. Und dann aber wieder stehen Farben voller Glut, voller Kraft, voller Wärme und manches Detail mit leisem Witz dagegen. So antwortet der Kargheit, Bildern des Verlustes, ein Bild in sattem Grün. Grüner Fleck. Ein sinnlich kraftvoller Blick ins positive Verheißungsvolle. Ähnlich ist auch
die Wirkung der dreiteiligen Collage Luther im Orient, in deren Schichten aus Wellpappe und Farbe sich unter der leuchtenden Hoffnungsfarbe unterschiedliche Köpfe verstecken, die sich zu einer überraschenden Landschaft der Zuversicht verbinden. Neben den Bildern sind es plastische Arbeiten, Relikte, die in den Gartenzimmern besondere Akzente setzen. Sei es, dass Bilderrahmen aus Leiterholmen gezimmert wurden, aus zerschnittenen Brettern, die als Unterlage für andere Arbeiten gedient haben, oder seien es verkohlte Grubenhölzer, Gitterfragmente, Werkzeug, Türklinken, ein verrosteter Verteilerkasten, ja, selbst ein verrostetes Kuchenblech. Mit ihren Fundstücken, diesem Strandgut vergangener und verrotteter Zivilisation, wecken sie die unterschiedlichsten Gedanken und Kombinationen. Man mag an eigene alltägliche Erlebnisse denken, aber auch an überzeitliche Phasen menschlicher Existenz, an die Geschichte der Objekte, die hier zusammenkommen, an Stimmungen, Gefühle. Im Mittelsalon, dem schönsten Raum des Schlosses, hat der Künstler sich ganz dem architektonischen Rahmen unterworfen. Zwei Bilder in den Wandnischen greifen als Relikte den fragmentarischen Charakter der Wandmalerei in Tapeten auf. Zwei Bildercollagen mit Frachtbriefen und Transportlisten, die in ihrem gleichfalls fragmentarischen Zustand auf vergangene wirtschaftliche Blüte hinweisen. Japanische Schriftzeichen verweisen auf die einstige Destination Weißwasserana, Glaswaren. Geschichtsschichten scheinen hier auf, stilisiert in künstlerischen Momentaufnahmen verfremdet. Blicke durch Zeitfenster sind es und deshalb passt die große Skulptur in der Raummitte so hervorragend in dieses Ensemble, die Brille. Ein grobes Kreuz mit weißen Fenstern, Blicke über den Tod hinaus. So schließt die Ausstellung nicht mit einem Schrägschnitt, sondern weist darüber hinaus.